Ja. Und wenn man jetzt, oder wenn du jetzt mal dieses Zeitsurfen zusammenfasst, was ist denn für dich die wichtigste, du hast ja 7 Regeln oder 7 Anweisungen, nennst du das. Ja. Was ist denn für dich, jetzt, wir wollen jetzt nicht das Ganze hier besprechen, das würde den Rahmen sprengen, aber was ist für dich so die wichtigste Regel und warum ist das so eine Basisregel? Ja, warum, mit was kann man denn anfangen, wenn man sagt, ich kann jetzt mit einer Sache würde ich mal anfangen. Nur, Ja. was ist da das Wichtigste? Was ist deiner Meinung nach das Wichtigste, um aus diesem stressigen Alltag zu kommen? Wir kennen das alle, E-Mails, Handy, WhatsApp, Instagram, Facebook, alles muss bedient werden. Ja. Wir sind ständig und mit Freunden, SMS und also wir sind ständig on. Ja. So, was ist deiner Meinung nach der wichtigste? Die Antwort ist nicht so einfach, he? Weil ich kann schon etwas sagen, aber es ist nicht so einfach, weil die 7, die hängen alle wirklich zusammen. Aber wenn du mich zwingst, eine, ich sage auch immer, alle 7 sind wichtig. Aber wenn man mich zwingt, um eine rauszunehmen, dann würde ich sagen, die dritte Anweisung. Und die dritte Anweisung ist, schöpfe Zeitinsel zwischen deinen Aktivitäten. Und deine Zeitinsel ist eigentlich, geh raus. Man hat die Neigung, immer weiterzugehen. Man ist ja hinter einem Schirm oft. Und auch wenn du müde bist, dann kannst du mit dem Schirm noch immer irgendetwas anderes auf dem Schirm machen. Und so sitzt du Stunde nach Stunde hinter dem Schirm. Die dritte Anweisung ist, stehe auf und mache etwas, wobei du nicht brauchst nachzudenken. Nicht brauchst nachzudenken. Und ich darf sogar oder nicht brauchst, Nicht also brauchst. Du denkst okay, immer nach. Du ja, kannst das aber Denken nicht abschalten. ja. Du machst es eigentlich schon, wir machen schon viel auch, aber zum Beispiel, wenn du jetzt, sag mal, irgendetwas aufräumt, dann fangen die Gedanken an, Freilauf zu machen. Okay. Und die Gedanken machen Freilauf und die machen auf diesem Moment machen die Kontakt mit deinem Unterbewusstsein. Und auf diesem Moment schöpfst du Überblick. So, es ist, als ob du weggehst aus dieser Linie aus dieser Trotz von, ich muss dies und ich muss das noch und ich bin noch nicht fertig. Du gehst raus und du bekommst Überblick. Und dann siehst du, oh, warte mal, dies ist wirklich wichtig. Oh, warte, das ist auch wirklich wichtig. Das sind die Sachen, die ich wirklich machen möchte. Und die kleinen Sachen, die sehe ich drum hin. Aber die wichtigen Sachen, die stelle ich auf die erste Stelle.